Ja, moin zusammen. Super, dass ihr heute auch wieder auf meinem Kanal dabei seid, auf meinem Zweitkanal Buschis Borussia Clips. Und ich bin euch noch ein Sky Sport News Interview schuldig von letzte Woche Donnerstag vor dem Spiel gegen RB Leipzig. Darauf werden wir heute gemeinsam reagieren und ihr könnt wie immer auch auf diesem Kanal gerne ein kostenloses Abo und einen Daumen nach oben da lassen. Damit verpasst ihr keine Highlight-Clips und keine Reactions mehr von meinem Kanal. Ja, ist einfach eine absolut geile Sache und was auch eine geile Sache ist, dass ich mal wieder bei Sky war, bei Sky Sport News. Da freue ich mich immer richtig drauf und es ist jetzt mein viertes Mal, eine absolute Ehre für mich immer wieder und das ermöglicht nur ihr, ganz klar. Und diesmal ging es um das Thema Abstiegskampf. Ist Borussia schon im Abstiegskampf oder nicht? Kurze Erwähnung, das war letzte Woche Donnerstag, da war das Spiel gegen RB Leipzig noch nicht gespielt und der Zusammenschnitt ist leider nicht komplett. Deswegen werden wir noch auf mehrere Themen eingehen. Da fehlt ein bisschen was, da gab es technische Probleme bei dem Zusammenschnitt, deswegen ist nicht alles dabei, aber das kriegen wir alles gemeinsam hin und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal gemeinsam ins Video und danke an den Moderator und natürlich auch an Marlon, der mir das wieder ermöglicht hat. Und ich bin auch sehr auf eure Meinung gespannt, wie es um Borussia steht im Abstiegskampf. Aber da werden wir auch jetzt gleich noch drüber diskutieren. Marlon, wir können gleich über die nächsten Minuten ins Detail gehen. Erstmal schönen guten Abend. Vielleicht mal so ganz sachte vorab. Die Gladbacher aktuell, so einfaches Wort immer, ne? Aber so ist es in der zumindest Ergebniskrise. Gibt das eine Saison im Abstiegskampf? Ja, also aktuell sieht das ein bisschen danach aus. Es kommt natürlich total darauf an, wie sich diese Mannschaft weiterentwickelt. Sie steckt mitten in der Entwicklung, es sind viele neue Spieler dabei, die ja in der Vorsaison noch nicht bei Borussia Mönchengladbach und auch nicht in der Bundesliga gespielt haben, die die Bundesliga und die Mannschaft natürlich erstmal richtig kennenlernen müssen, die erstmal sich auch unter dem Trainer Gerardo Seoane so richtig eingrooven müssen. Also von daher sind das schon noch viele Komponenten, die da stimmen müssen. Aber Fakt ist, dass Borussia Mönchengladbach natürlich nicht den Anspruch hat, im Abstiegskampf zu spielen, sondern eher weiter oben, aber aktuell sieht es wirklich danach aus, als wenn das eine Menge Arbeit ist, als wenn einiges noch zusammenkommen muss, damit dann auch wirklich Punkte, damit Sieger eingefahren werden, denn das war zuletzt ja noch nicht so der Fall. Defensiv viele Probleme, offensiv läuft schon einiges sehr gut, aber wenn diese Mannschaft nicht irgendwann zueinander findet, dann kann es natürlich auch schnell mal nach unten gehen. Das ist leider völlig klar, dass das passieren kann. Da, also wie gesagt, da war das Spiel gegen Leipzig nicht, noch nicht gespielt, dass wir defensiv stabiler werden müssen und das haben wir gegen Leipzig ja dann schon gesehen, dass es defensiv stabiler zugeht, ist ganz klar und ich glaube mit Nico Elvedi und einer möglichen Dreierkette werden wir auch defensiv sehr, sehr stabil stehen können. Ja, dass wir in den ersten vier Spielen deutlich zu viele Gegentore gefangen haben, ist auch klar. Nur man muss einfach auch sagen, dass wir halt auch ein Brocken-Auftaktprogramm hatten. Ne? In Augsburg, da sahen wir nie gut aus. Das muss man so sagen, da haben wir einen Punkt mitgenommen. Und mit einer neuen Mannschaft gegen Bayern München und Leverkusen, gegen Bayern war definitiv ein Punkt drin. Und wenn du dann kein Glück hast, dann holst du halt keinen. Und das war auch gegen Leipzig so. Und deswegen halte ich nicht viel davon, uns jetzt schon in den Abstiegskampf zu reden. Oder viele sagen auch, ja, die Spieler müssten sich damit abfinden jetzt, da wir sind im Abstiegskampf und die Spieler sollen das schon wahrnehmen. Und ja, so ansonsten geht das nicht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass die Spieler frei im Kopf sind. Wenn du den jetzt schon mit Abstiegskampf kommst, dann ist das schon wieder ein extra Druck, den es einfach nicht braucht. Die sollen befreit aufspielen und dann holen wir in den nächsten Spielen aus meiner Sicht die Punkte. Steckte schon viel drin. Gleich mehr, dann sind wir nämlich zu dritt, beziehungsweise ihr zu zweit. Jetzt holen wir uns nämlich Jan-David Busch dazu. Gucken vorher einmal rein, wie er das 3-3 seiner Gladbacher erlebt hat am Wochenende gegen Darmstadt. Ich wurde dazu geschaltet und ich wusste nicht, das war am Donnerstag um 18.40 Uhr, wo richtig viel los ist auf Sky Sport News AD und ich wusste nicht, dass die das wirklich einblenden. Herrlich. Aber die Leistung ist halt, also das, ich bin ja immer optimistisch, aber bis jetzt die Leistung ist wirklich... Boah, den Stift, den habe ich so wirklich mit vollem Herzen geschmissen, muss ich sagen. Da war ich selber überrascht, wie das im Nachgang aussah. Das war nach dem 3-0, da war ich so gebrochen und dann war das ein Fehlpass von Player. Also wenn Player das sieht, du schuldest mir noch einen Stift übrigens. Alter, ey. Den Stift ist kaputt. Wie kann man so einen Pass spielen, ey? Gut. 3-1! Ja, komm jetzt! Jetzt weiter! 3-1! Ja! 3-2! 3-2! Herrlich. Yes! Herrlich. Komm immer jetzt, herrlich Treuhaus! Zu sehen. Weiter jetzt! Ja! Ja! 3-3! Junge, wir drehen das Ding!
Da guckt er und zieht sich das nochmal rein. Hat er wahrscheinlich auch schon vorher gesehen. Es ist aber auch für mich immer herrlich, das Video zu sehen. Ne? Was mir auch dabei klar wird, ist, dass ich ein paar Kilo abnehmen muss. Da bin ich dabei, aber da geht mir auch das Herz auf, wenn ich das im Nachgang sehe. Also was Gladbach in mir auslöst, das ist schon fantastisch. Aber was Fußball mit einem machen kann, ne? Jan-David Busch mit seinem Kanal Buschis Borussia. Schönen guten Abend. Schön, dass du dabei bist. Hallo. Ja, erstmal Grüße in die Runde. Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein darf und vielen Dank für die lustigen Szenen. Auf jeden Fall war für mich auch nochmal eine Freude, das anzugucken. Ja, wunderbar. Also man muss ja irgendwie mitschmunzeln, aber auch mitleiden. Gut erholt von diesem wilden Spiel, Jan-David? Also klar, nach dem Spiel war schon eher so glücklich, dass du noch einen Punkt geholt hast, aber am nächsten Tag war bei mir schon die Enttäuschung deutlich größer, weil die erste Halbzeit wirklich extrem, extrem schwach war. So kannst du in der Bundesliga nicht auftreten, auch nicht gegen Darmstadt, dann gehst du sang- und klanglos unter. Ja, das Gute ist dann im Endeffekt, dass die Mannschaft Moral und ein bisschen Glück mit der roten Karte gezeigt hat und dass du dann noch einen glücklichen Punkt geholt hast. Ne? Wie ist so die Gemütslage jetzt vor dem Spiel gegen die, sagen wir mal, bislang nicht ganz so schwachen Leipziger? Ja, ist natürlich ein brisantes Spiel gegen RB Leipzig. Gibt viele Themen außerhalb des Fußballs natürlich auch. Mhm. Aber ich gehe frohen Mutes da rein. Ich bin grundsätzlich immer optimistisch. Dass Leipzig eine ganz, ganz starke Mannschaft ist, ist klar. Und dass wir, wenn wir die ersten drei Heimspiele gegen Leverkusen, Bayern, München und Leipzig spielen, nicht mit 9 Punkten rechnen können, ist auch klar. Da muss man natürlich auch mal hinterfragen, wer setzt sowas auch an. Ist für uns natürlich schwierig, aber mit den Fans im Rücken bin ich ganz optimistisch. Mhm. Marlon, das ist so die Fansicht. Was sagt der Reporter vor so einem Duell gegen Leipzig nach den bisherigen Leistungen? Ich habe es akustisch nicht verstanden, ihr müsst mich leider nochmal mitnehmen, sorry. Okay, wir versuchen es nochmal. Jan-David hat gerade gesagt, er ist grundsätzlich grundsätzlich immer optimistisch und traut seiner Borussia grundsätzlich was zu gegen Leipzig, um es mal so zu übersetzen. Du als Reporter, wie siehst du die Sachlage für die Borussia, die Schwierigkeit dieses Duells gegen Leipzig dann am Wochenende bei den bisher gezeigten Leistungen? Ja, also ich glaube, die Schwierigkeit ist natürlich da. Da waren halt ziemliche technische Probleme. Er ist dann auch nachher rausgegangen, da wurde auch ein Teil dann rausgeschnitten. Ich bleibe auch positiv. Also ich glaube absolut, dass wir in den nächsten 4 Spielen jetzt am Wochenende gegen Bochum, Mainz, Derby in Köln und Heidenheim uns unten rausspielen können. Da bin ich fest von überzeugt. Ja, also gerade die Situation ist nicht so einfach. Viele Fans, was natürlich auch zeigt, dass es sehr, sehr gute Fans sind, stehen hinter ihrer Mannschaft, stehen hinter dem neuen Trainer, wollen ihm natürlich auch das Vertrauen aussprechen, erstmal auf lange Zeit und ihm wirklich zeigen, hey, wir sind da für euch, ja, wir glauben an diesen Ja, allein, also diese Trainerdiskussion, die bei einigen aufflammt, ne, kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also den Trainer nach 4 Spielen, das sind ja 4 Spiele, jetzt schon zu hinterfragen, teilweise ist das, also ich glaube, dass Johanne tatsächlich ein Glücksfall eher für uns ist. Umbruch, wir glauben auch an die Spieler, die neu gekommen sind. Der ein oder andere hat sich ja schon ganz gut gemacht, wenn ich da an Wilber oder auch an Schwanscherer denke, die für mich sehr gut eingeschlagen sind. Aber der ein oder andere braucht vielleicht auch einfach noch ein bisschen Zeit. Viele haben so noch nicht zusammengespielt. Und wenn dann ein Trainer mit einer neuen Spielidee natürlich auch kommt, dann braucht das einfach manchmal seine Zeit. Ne? Es ist nicht Bayern München, es ist vielleicht auch nicht Borussia Dortmund. Selbst die haben gerade Probleme oder Bayer Leverkusen, sondern Borussia Mönchengladbach hat von einem Umbruch gesprochen. Deswegen die Fans wissen, worauf sie sich eingelassen haben. Ja, und deswegen glaube ich schon, dass Gerardo Seoane seine Zeit bekommt. Aber klar ist auch, und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, wie lange geht diese Zeit? Ne? Wie lange geht diese Eingewöhnung? Irgendwann musst du auch mal Punkte holen und da bringt dir all die Eingewöhnung nichts. Wenn du die Punkte nicht holst und unten drin steckst, dann heißt es irgendwann vielleicht doch auch mal Abstiegskampf. Ja, da stimme ich ihm absolut zu. Ich glaube, wenn du jetzt in den nächsten 4 Spielen nicht um die 8 Punkte holst oder mehr, und nach dem 10. oder 9. Spieltag mit 5, 6 Punkten da stehst, dann ist Abstiegskampf so, dann nützt das alles nichts mehr mit der Entwicklung hin und her. Da muss man schon sagen, dann geht es die Saison nur um den Klassenerhalt, aber so weit bin ich noch nicht. Kampf, ne? Und dann zeigt sich, ob so eine Mannschaft mit so vielen jungen Spielern, mit neuen Spielern, dem dann auch wirklich gegenüberstehen kann. Ne? Deswegen, ich habe noch so ein bisschen meine Zweifel. Ich hoffe, dass Borussia Mönchengladbach schnell in die Spur findet, aber es ist schon noch ein harter Weg. Wird ja auch immer gesagt, wir haben so eine junge Mannschaft. Klar haben wir eine junge Mannschaft, aber ich glaube auch, dass wir
mit, wenn wir in die Innenverteidigung gucken, Itakura, Wöber und Elvedi sind drei gestandene Bundesligaspieler. Davor Weigel, Kone sind zwei gestandene Bundesligaspieler. Dann hast du einen Player, einen gut, Ngumo ist auch noch relativ jung, ganz klar, aber Honorar hat schon seine Erfahrung. Also Chris Kramer haben wir in der Mannschaft. Also da haben wir auch schon genug Leute, die auch genügend Erfahrung haben. Ne? Wie groß oder wie dick ist der, Jan David, der Geduldsfaden bei den Fans für diese Saison? Ja, also grundsätzlich bin ich immer kein Freund davon, dass ich für alle Fans spreche, aber ich glaube, viele Fans... Das ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen. Ne? Ist ja nur meine Meinung, aber ich spreche ja nicht für alle Gladbach-Fans. Ne? Das ist ganz wichtig. Fans sehen das auch so wie ich, dass es ein Prozess ist. Du hast nicht nur in der Mannschaft einen Umbruch, du auf der Trainerbank einen Umbruch, im Management, du hast einen neuen Sportdirektor. Das Gute ist auf jeden Fall, dass du langfristige Verträge hast. Du hast keinen werthaltigen Spieler mehr, der nicht länger, also der länger als 2024 gebunden ist. Also geht im Endeffekt keiner mehr ablösefrei, was sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, die Fans haben auch ein feines Gespür dafür, wie ich gesagt habe. Du hast ein knaller Auftaktprogramm. Mhm. Und klar, wie Marlon hat auch gerade gesagt hat, du musst irgendwann Punkte holen. Wenn wir jetzt mal RB Leipzig ausklammern, was Bonuspunkte wären, spielst du danach in Bochum, zu Hause gegen Mainz, dann ist Derby in Köln und dann zu Hause gegen Heidenheim. Und in den vier Spielen, glaube ich, wird schon sehr, sehr wegweisend sein, wo die Saison hingeht. Wenn du dann nach 9 Spieltagen mit 10 Punkten dastehst, ist, glaube ich, alles gut. Dann stehst du im unteren Mittelfeld. Aber klar, irgendwann müssen Punkte her, weil sonst geht irgendwann der Kopf mit rein. Die Fans werden dann auch unruhiger. Und dann kann es schon sein, dass du mal unten reinrutschst, ganz klar. Aber ich glaube einfach an den Weg und ich glaube, dass wir auch Führungsspieler haben. Also wir haben genug Leute, die vorangehen können, ob es ein Weigel ist, ein Itakura ist, ein Wöber ist oder auch ein Schwanscherer. Da sehe ich uns gut gerüstet und bleibt da optimistisch. Genau, also das war das Interview, da fehlt tatsächlich einiges, muss man dazu sagen. Wir haben noch über das Leipzig-Spiel gesprochen, wir haben noch warum die Fans auch so ruhig bleiben gesprochen und das ist auch aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt. Ich glaube, die Fans haben einfach auch ein feines Gespür dafür, dass man weiß, was wir für ein Auftaktprogramm haben. Man weiß, dass sich das noch finden muss und dass jetzt die Gegner kommen, wo du punkten musst. Ne? Wir können uns gerade nochmal angucken. Ich glaube, das ist klar, die Tabelle nach 5 Spieltagen ist noch nicht sonderlich aussagekräftig. Wir sind immer noch nicht auf einem Abstiegsplatz und vor Köln, was natürlich ganz wichtig ist. Es ist schade, ich hatte auch Köln noch einen reingedrückt in dem Sky-Interview, aber das hatten sie auch rausgeschnitten. Naja, ich weiß nicht, ob es ich glaube, das ging technisch nicht. Ne? Marlon hatte da technische Probleme, der musste dann raus und so. Aber jetzt, in den nächsten 4 Spielen, wird es ganz entscheidend sein, um die 8 Punkte oder mehr zu holen. Und die sind absolut mit unserer Mannschaft drin, da bin ich komplett von überzeugt. Und auch dann bis zur Winterpause sehe ich noch einige Spiele, wo wir zu Hause gegen Wolfsburg können wir punkten. In Freiburg haben wir letztes Jahr auch einen Punkt geholt. Zu Hause gegen Hoffenheim, Union Berlin wird es dieses Jahr schwer haben, das sehen wir schon. Zu Hause gegen Bremen, in Frankfurt, zu Hause gegen Stuttgart, die natürlich gut aufgelegt sind. Ne? Und 20 Punkte, was mein Ziel ist in der Hinrunde, sind absolut drin. Da bin ich relativ zuversichtlich. Da werden die kommenden Wochen natürlich extrem entscheidend sein, das ist ganz klar. Und und wenn wir das alles hinbekommen, da sehe ich uns auch nicht im Abstiegskampf. Ne? Dabei bleibe ich. Ich glaube, wir haben genügend Qualität. Wir haben genügend Erfahrung, um nicht da unten reinzurutschen. Davon bin ich fest überzeugt. Und das werden wir auch die kommenden Wochen sehen. Wir werden, glaube ich, jetzt Punkte einfahren. Und am Samstag werden wir den ersten Sieg holen. Und super, dass ihr heute dabei wart. Ich bin gespannt auf eure Einschätzung. Und lasst gerne ein Abo und einen Daumen da. Macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia. Yeah.